Und ARD-Wirtschaftsexperte Klaus-Rainer Jackisch hat die Pressekonferenz der Lufthansa verfolgt. Es läuft ja wirklich wieder sehr gut bei der Lufthansa. Was sind die Gründe für diesen Höhenflug? Das liegt daran, dass die Kunden weiterhin sehr gerne und sehr viel reisen. Die Corona-Jahre sind noch nicht richtig ausgestanden für die meisten Deutschen, insbesondere aber die ganzen Europäer. Man hat lange darunter gelitten, dass man eben eingeschränkt war und man möchte weiterhin viel nachholen. Und das ist ein wesentlicher Treiber, warum eben viel geflogen wird, viel in den Urlaub geflogen wird und davon profitiert die Lufthansa ganz besonders. Sie hat allerdings auch sehr hohe Ticketpreise durchgesetzt. Sie liegen teilweise deutlich über dem Schnitt der Branche. Damit hat man natürlich entsprechend große Einnahmen eingefahren. Außerdem ist es der Lufthansa-Gruppe gelungen, dass man auch bei den Gesellschaften, die bislang nicht so gut gelaufen sind, mittlerweile gute Gewinne schreibt, zum Beispiel bei der Eurowings, dem Ferienflieger und auch die anderen Großen innerhalb der Gruppe, zum Beispiel die Schweizer Swiss oder die Austrian aus Österreich, sie alle machen gute Gewinne. 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn im Grunde sind dabei rausgekommen. Das ist das drittbeste Ergebnis in der Firmengeschichte. Der operative Gewinn ist auf 2,7 Milliarden Euro geklettert. Und nachdem ja bereits im vergangenen Jahr ebenfalls glänzende Zahlen und Rekordniveau geschrieben worden ist, hat eben der Vorstandsvorsitzende auf der Pressekonferenz, die hier vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, auch deutlich gemacht, dass man eben wieder zurück ist und dass die Krise damit überwunden ist. Es fliegen vielleicht wieder mehr Menschen mit der Lufthansa, aber sie sind nicht alle zufrieden. Die Fluggäste, vor allem aus der Economy Class, bemängeln schlechtere Leistungen. Dann gab es ja einmal die Auszeichnung einer 5-Sterne-Airline an die Lufthansa als erste europäische Fluggesellschaft. Das ist aber dann vor anderthalb Jahren wieder verloren gegangen. Gibt es da vielleicht eine Trendwende in Zukunft in Sachen Qualität? Ja, das hat die Lufthansa zumindest vor, aber Sie haben völlig recht. Die Situation im Moment ist nicht besonders erfreulich. Die 5 Sterne, die sind weg. Das Ranking der Lufthansa in vielen Umfragen, das ja eigentlich immer sehr gut war, das ist nicht besonders gut mehr. In einigen taucht die Lufthansa gar nicht mehr auf oder zumindest nicht mehr unter den oberen Plätzen. Es liegt daran, dass der Service in der Tat ein großes Problem ist, zum Beispiel auch bei der Hotline. Das merken auch gerade im Moment viele Kunden, die eben vom Streik betroffen sind und bei der Hotline nicht durchkommen. Es liegt aber eben auch daran, dass der Service in der Kabine dort zusammengeschrumpft und zusammengestrichen wurde. Das bemängeln sehr viele Kunden. Und wenn man sich die einschlägigen Portale anschaut, da muss man leider doch sich ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen erschrecken, denn teilweise sind die Äußerungen, die dort geschildert werden, doch wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Und dementsprechend ist die Kritik an der Lufthansa sehr massiv. Aber offenbar hat das Management das nun verstanden. Auf der heutigen Pressekonferenz wurde angekündigt, dass man künftig eben besonders stark sich wieder auf die Kunden konzentrieren will und den Fokus wieder darauf setzen will. In der Tat wird die Lufthansa rund 4,5 Milliarden Euro in den Service und in die Qualität für die Passagiere investieren. Eine solche Summe hat es noch nie gegeben in dieser Größenordnung. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als ob man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wohl auch deshalb, weil mittlerweile viele Kunden die Lufthansa nicht mehr benutzen und lieber eine andere Airline nutzen, sofern das möglich ist. Denn die Lufthansa hat auch auf vielen Strecken ein Monopol. Wir können das Thema Streiks auch in diesem Gespräch nicht aussparen. Heute streikt ja nun mal das Bodenpersonal der Fluggesellschaft und es drohen noch weitere Tarifkonflikte im Konzern, unter anderem mit den Flugbegleitern und Piloten der Kernmarke Lufthansa. Womit müssen die Passagiere da in den nächsten Monaten rechnen? Das dürfte insgesamt ein unruhiges Jahr werden, denn die Streiks, sie werden sicherlich hier und dort weitergehen. Sie haben es schon angedeutet, wo überall im Moment Tarifkonflikte sind. Hier auf der Pressekonferenz wurde noch mal deutlich, dass die Lufthansa insgesamt rund 100 Tarifverträge, sogar noch etwas mehr, hat, die sozusagen in der Gruppe bedient werden müssen. Da kann man sich vorstellen, dass überall gestreikt wird, zumal ja ein Großteil dieser Tarifverträge nicht nur bei der Lufthansa, sondern generell in der Wirtschaft auslaufen. Und die Lufthansa sich doch teilweise auch ziemlich hart zeigt, wenn es darum geht, hier mit den anderen Parteien, also mit den Gewerkschaften zu verhandeln. Da werden häufig doch recht harte Bandagen dann auch von Seiten des Managements erst einmal aufgefahren. Und so ist es ja auch so, dass eben nicht nur bei der Kernmarke gestreikt wird, sondern zum Beispiel auch bei der Austrian Airlines in Österreich, auch bei der Brussels Airlines in Belgien wurde gestreikt. Auch da ist der Tarifkonflikt noch nicht behoben. Auch bei der Cityline, einer Tochter, die die regionalen Ziele und die kleineren Ziele eher bedient, der Lufthansa. Also da brodelt an
allen Ecken und Kanten. Aber die Geschäftsführung hat auch deutlich gemacht, dass sie trotzdem an dieser vielfältigen Markenstrategie, die ja häufig kritisiert wird, auch weil sie eben das Risiko immer bietet, dass es so viele Tarifkonflikte gibt, dass sie daran festhalten will. Und sie hat die Bevölkerung noch einmal um Verständnis gebeten. Allerdings muss man eben auch sagen, dass die Bevölkerung und die Passagiere teilweise mittlerweile auch die Streiks etwas leid sind. Dankeschön, Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt.